Lebensjugendfreundin in Bonn und seine erste Liebe Wien, den 2. November 1793. Verehrungswürdige Eleonore, meine teuerste Freundin. Erst nachdem ich nun hier in der Hauptstadt Wien bald ein ganzes Jahr verlebt habe, erhalten Sie von mir einen Brief. Und doch waren Sie gewiss in einem immerwährenden, lebhaften Andenken bei mir. Sehr oft unterhielt ich mich mit Ihnen und Ihrer lieben Familie. Nur öfters mit der Ruhe nicht, die ich dabei gewünscht hätte. Da war's, wo mir der fatale Zwist noch vorschwebte, wobei mir mein damaliges Betragen so verabscheuungswert vorkam. Aber es war geschehen. Oh, wie viel gäbe ich dafür, wäre ich imstande, meine damalige, mich so entehrende, sonst meinem Charakter zuwiderlaufende Art zu handeln, ganz aus meinem Leben tilgen zu können. Freilich waren mancherlei Umstände, die uns immer voneinander entfernten. Und wie ich vermute, war das Zuflüstern von den wechselweise gegeneinander gehaltenen Reden von einem gegen den anderen hauptsächlich dasjenige, was alle Übereinstimmung verhinderte. Jeder von uns glaubte hier, er spräche mit wahrer Überzeugung, und doch war es nur angefachter Zorn. Wir waren beide getäuscht. Ihr guter und edler Charakter, meine liebe Freundin, bürgt mir zwar dafür, dass Sie mir längst vergeben haben, aber man sagt, die aufrichtigste Reue sei diese, wo man sein Verbrechen selbst gesteht. Dieses habe ich gewollt. Und lassen Sie uns nun den Vorhang für diese ganze Geschichte ziehen und nur noch die Lehre davon nehmen, dass wenn Freunde in Streit geraten, es immer besser sei, keinen Vermittler dazu zu brauchen, sondern der Freund sich an den Freund unmittelbar wende. Sie erhalten hier eine Dedikation von mir an Sie. Nehmen Sie diese Kleinigkeit hin. Vielleicht erhält es mich im Andenken bei Ihnen, bis ich einst wiederkomme nach Bonn, was nun freilich so bald nicht sein wird. Oh, wie wollen wir uns dann freuen? Sie werden dann einen fröhlicheren Menschen an Ihrem Freunde finden, den die Zeit und sein besseres Schicksal, die Furchen seines vorhergegangenen Lebens ausgeglichen hat. Zum Schluss meines Briefs wage ich noch eine Bitte, eine von Hasenhaaren gestrickte Weste von Ihrer Hand, meine liebe Freundin, zu besitzen. Eine kleine Eitelkeit liegt mir dabei zum Grunde, nämlich um sagen zu können, dass ich etwas von einem der besten, verehrungswürdigsten Mädchen in Bonn besitze. Ich habe zwar noch die Weste, womit Sie so gütig waren, in Bonn mich damit zu beschenken, aber sie ist durch die Mode so unmodisch geworden, dass ich sie nur als etwas von Ihnen mir sehr Teures, aber im Kleiderschranke aufbewahren kann. Diese Variationen, die werden etwas schwer zum Spielen sein. Die Klavierstimme, besonders die Triller in der Coda, das darf Sie aber nicht abschrecken. Es ist so veranstaltet, dass Sie nichts als den Triller zu machen brauchen. Die übrigen Noten lassen Sie aus. Weil Sie in der Violinstimme auch vorkommen. Also nie würde ich so etwas gesetzt haben, aber ich hatte schon öfters bemerkt, dass hier und da einer in Wien war, welcher meistens, wenn ich des Abends fantasiert hatte, des anderen Tages viele von meinen Eigenheiten aufschrieb und sich damit brüstete. So nahm ich mir vor, ihnen zuvor zu kommen. Und eine andere Ursache war die hiesigen Klaviermeister. Manche sind meine Todfeinde. Und so wollte ich mich auf diese Art an Ihnen rächen, weil ich voraus wusste, dass man Ihnen die Variationen hier und da vorlegen würde, wo die Herren sich dann übel dabei produzieren würden. Ihr sie verehrender, wahrer Freund, Ludwig van Beethoven. Thank you.
Josephine Brunswick, verheiratete Gräfin Däum. Er nennt sie seine einzige Geliebte, aber vielleicht ist sie auch die wahre, unsterbliche Geliebte. Jener nicht adressierte Brief aus Teplitz, 1812. Pour Madame la Comtesse Däum, ich glaube, liebe Josephine, gestern nicht recht Acht gegeben zu haben, sagten Sie nicht, ich sollte zum Speisen zu Ihnen kommen? Wenn Sie das wirklich gesagt haben, so komme ich. Auf glückliches Wiedersehen in Eile, ihr sie anbetender Beethoven. Anfang 1805. Von ihr, der einzigen Geliebten. Warum gibt es keine Sprache, die das ausdrücken kann, was noch weit über Achtung, weit über alles ist, was wir noch nennen können? Oh, wer kann sie aussprechen und nicht fühlen, dass so viele auch über sie sprechen möchte, dass alles nicht sie erreicht? Nur in Tönen, aber bin ich nicht zu stolz, wenn ich glaube, die Töne wären mir williger als die Worte? Sie, sie mein Alles, meine Glückseligkeit, ach nein, auch nicht in Tönen kann ich es. Obschon die Natur mich hierin nicht karg beschenkt, so ist doch das alles zu wenig für sie, immer nur für sie. Nur sie, ewig sie, bis ins Grab, nur sie, meine Erquickung, mein Alles. O Schöpfer, wache über sie, segne ihre Tage. In dem armseligen und doch so glückseligen Dasein der sterblichen Menschen wäre auch sie nicht die, mich wieder an das Leben angekettet. Auch ohne dieses wäre sie mir alles. April 1805, meine geliebte Josephine. Ein Ereignis machte mich lange Zeit an aller Glückseligkeit des Lebens hienieden zweifeln. Nun ist es nicht mehr halb mehr so arg. Ich habe ihr Herz gewonnen. Oh, ich weiß es gewiss, welchen Wert ich darauf zu legen habe. Hier verspreche ich es Ihnen hoch und teuer, in kurzer Zeit werde ich meiner und ihrer würdiger dastehen. Und mögen Sie doch einigen Wert darauf legen, durch Ihre Liebe meine Glückseligkeit zu gründen, zu vermehren. O geliebte Josephine, nicht der Hang zum anderen Geschlechte zieht mich zu Ihnen, nein. Nur Sie, Ihr ganzes Ich, mit all Ihren Eigenheiten, haben meine Achtung, alle meine Gefühle, mein ganzes Empfindungsvermögen, das ist an Sie gefesselt. Als ich zu Ihnen kam, war ich in der festen Entschlossenheit, auch nicht einen Funken Liebe in mir keimen zu lassen. Sie haben mich aber überwunden. Ob Sie das wollten oder nicht wollten? Diese Frage könnte mir Josephine wohl einmal auflösen. Ach Himmel, was mögt ich Ihnen noch alles sagen, wie ich an Sie denke, was ich für Sie fühle. Lange, lange Dauer möge unserer Liebe werden. Sie ist so edel, so sehr auf wechselseitige Achtung und Freundschaft gegründet. Selbst die große Ähnlichkeit in so manchen Sachen, im Denken und Empfinden. Oh, lassen Sie mich hoffen, dass Ihr Herz lange für mich schlagen werde. Das meinige kann nur aufhören, für Sie zu schlagen, wenn es gar nicht mehr schlägt. Geliebte Josephine, ich hoffe aber auch, dass Sie durch mich ein wenig glücklich werden. Sonst wäre ich ja eigennützig. 20. September 1807. Wie oft habe ich, geliebte Josephine, mit mir selbst gekämpft, um das Verbot, welches ich mir auferlegte, nicht zu überschreiten. Aber es ist vergebens.
Tausend Stimmen flüstern mir immer zu, dass Sie meine einzige Freundin, meine einzige Geliebte sind. Ich vermag es nicht mehr zu halten, was ich mir selbst auferlebt. O liebe Josephine, lassen Sie uns unbekümmert auf jenem Wege wandeln, worauf wir so oft glücklich waren. Wo einmal wieder mein Herz und meine Seele Ihnen wieder begegnen kann. So war ich zweimal bei Ihnen, konnte aber nicht so glücklich sein, Sie zu sehen. Es tat mir weh und ich vermutete, dass Ihre Gesinnung sich vielleicht geändert. Meine Gesundheit wird täglich besser. So hoffe ich, bald wieder mehr für meine Freunde leben zu können. Vergessen Sie mich nicht. Verdammen Sie mich nicht. September 1807. Liebe Josephine, da ich mich den Abweisungen Ihres Bedienten nicht mehr unterziehen mag, so kann ich wohl nicht anders mehr zu Ihnen kommen. Ist es wirklich an dem, dass Sie mich nicht mehr sehen wollen? So gebrauchen Sie Offenherzigkeit. Ich verdiene es gewiss um Sie. Herbst 1809. Meine liebe Josephine, ich danke Ihnen, dass Sie noch scheinen wollen, als wäre ich nicht ganz aus Ihrem Angedenken verbannt. Selbst wenn es auch vielleicht mehr auf Veranlassung anderer geschah. Sie wollen? Ich soll Ihnen sagen, wie es mir geht? Eine schwerere Frage kann man mir nicht aufwerfen. Und ich will sie lieber unbeantwortet lassen, als sie zu wahr beantworten. Leben Sie wohl. Liebe Josephine, wie immer, ihr Ihnen ewig ergebener Beethoven. Thank you.
Schülerin von Beethoven, verheiratet mit Paul Bichot. Der war Bibliothekar beim Grafen Rasumowski, der Beethoven sehr gefördert hat. Wien, 4. März 1807. Meine liebe, verehrte Marie, das Wetter ist so göttlich schön und wer weiß, ob es morgen noch so ist. Ich schlage Ihnen daher vor, Sie gegen 12 Uhr heute mittags zu einer Spazierfahrt abzuholen. Da Paul vermutlich schon aus ist, so können wir ihn freilich nicht mitnehmen. Aber es deswegen ganz auszulassen, das fordert Bichot selbst gewiss nicht. Warum den Augenblick nicht ergreifen, da er so schnell verfliegt? Es wäre von der so aufgeklärten und gebildeten Marie ganz entgegen, wenn sie bloßen Skrupeln zu gefallen mir das größte Vergnügen rauben wollte. Also wenn Sie meinen Vorschlag nicht annehmen, so werde ich nie glauben, dass Sie wahre Freundschaft für mich hegen. Also, antworten Sie mir nun, liebe Marie, ob Sie können. Also ich frage nicht, ob Sie wollen. Schreiben Sie also nur zwei Worte. Ja oder nein. Ihr Freund und Verehrer, Ludwig van Beethoven. 6. März 1807. Liebe Marie, lieber Paul Bichot. Nicht anders als mit dem innigsten Bedauern muss ich wahrnehmen, dass die reinsten, unschuldigsten Gefühle oft verkannt werden können. Wie Sie mir, Marie, begegnet sind, so habe ich doch nie daran gedacht, es anders auszulegen, als dass Sie mir Ihre Freundschaft schenken. Sie müssen mich sehr eitel und kleinlich glauben, wenn Sie voraussetzen, dass das Zuvorkommen selbst einer so vortrefflichen Person wie Sie sind, mich glauben machen sollte, dass ich gleich Ihre Neigung gewonnen? Ohnedem ist es einer meiner ersten Grundsätze, nie in einem anderen als freundschaftlichen Verhältnis mit der Gattin eines anderen zu stehen. Nicht möchte ich durch so ein Verhältnis meine Brust mit Misstrauen gegen diejenigen, gegen diejenige, welche vielleicht mein Geschick einst mit mir teilen wird. Josephine, anfühlen und mir so das schönste, reinste Leben selbst verderben. Ich habe Ihnen ja selbst gesagt, dass ich zuweilen sehr ungezogen bin. Ich bin mit allen meinen Freunden äußerst natürlich und hasse allen Zwang. Bichot zähle ich auch unter meine Freunde. Wenn ihn etwas verdrießt von mir, so fordert es die Freundschaft von ihm und Ihnen, dass Sie mir solches sagen. Und ich werde mich gewiss hüten, ihm wieder wehe zu tun. Aber wie kann ich die gute Marie, wie kann sie meinen Handlungen so eine böse Wendung untergeben? Es verdient wohl, dass Sie darüber nachdenken, wie Sie mir das alles wieder gut machen werden, dass Sie mir diesen heiteren Tag verdorben haben. Selbst die heiligste Freundschaft kann oft noch Geheimnisse haben. Aber deswegen das Geheimnis des Freundes, weil man es nicht gleich erraten kann, missdeuten. Das sollten Sie nicht, lieber Paul Bichot und liebe Marie, nie. Nie werden Sie mich unedel finden. Sie haben meinem Herzen sehr wehe getan. Ich ging diese Nacht auf die Redoute, um mich zu zerstreuen, aber vergebens. Überall verfolgte mich ihr aller Bild. Immer sagte es mir, Sie sind so gut und leiden vielleicht durch dich. Ihr wahrer, treuer Freund, Beethoven. Umarmt sie alle beide. Thank you.
Therese Malfatti, wieder eine Klavierschülerin. Die Dame, mit der die hoffnungsvollsten Heiratspläne verband, zu diesem Zeitpunkt leider auch schon nicht mehr glücklich. Er widmete ihr vermutlich für Elise, sie hieß aber Therese. Wien, 8. Mai 1810. Sie erhalten hier, verehrte Therese, das Versprochene, meinen Taufschein aus Bonn. Und wären nicht die triftigsten Hindernisse gewesen, so erhielten sie noch mehr, um ihnen zu zeigen, dass ich immer mehr meinen Freunden leiste, als ich verspreche. Ich hoffe und zweifle nicht daran, dass sie sich ebenso schön beschäftigen als angenehm unterhalten. Letzteres doch nicht zu sehr, damit man auch noch unser gedenke. Es wäre wohl zu viel gebaut auf sie oder mein Wert zu hoch angesetzt, wenn ich ihnen zuschriebe, die Menschen sind nicht nur zusammen, wenn sie beisammen sind, auch der Entfernte, der Abgeschiedene lebt uns. Ein Zitat aus Goethes Egmont. Wer wollte der flüchtigen, alles im Leben leicht behandelten Therese so etwas zuschreiben? Vergessen Sie doch ja nicht in Ansehung Ihrer Beschäftigung das Klavier oder überhaupt die Musik im Ganzen genommen. Sie haben so schönes Talent dazu. Warum es nicht ganz kultivieren? Sie, die für alles Schöne und Gute so viel Gefühl haben. Warum wollen Sie dieses nicht verwenden, um in einer so schönen Kunst auch das Vollkommenere zu erkennen, das selbst auf uns immer wieder zurückstrahlt. Ich lebe sehr einsam und still. Ob schon hier oder da mich Lichter aufwecken möchten, so ist doch eine unausfüllbare Lücke, seit sie alle fort von ihr sind, in mir entstanden, worüber selbst meine Kunst, die mir sonst so getreu ist, noch keinen Triumph hat erhalten können. Ihr Klavier, liebe Therese, ist bestellt. Sie werden es bald haben. Welchen Unterschied werden Sie dann gefunden haben in der Behandlung des an einem Abend erfundenen Themas für Sie? Und so wie ich es Ihnen letztlich niedergeschrieben habe, erklären Sie sich das selbst. Doch nehmen Sie ja den Punsch nicht zu Hilfe. Wie glücklich sind Sie, dass Sie schon so früh aufs Land konnten. Kein Mensch kann das Land so lieben wie ich. Geben doch Wälder, Bäume, Felsen den Widerhall, den der Mensch wünscht. Kindisch glücklich freue ich mich darauf. Bald erhalten Sie einige andere Kompositionen von mir, wobei Sie nicht zu sehr über Schwierigkeiten klagen sollten. Der Zufall fügt es, dass ich einen Bekannten in Ihrer Gegend habe. Vielleicht sehen Sie mich an einem frühen Morgen auf eine halbe Stunde bei Ihnen und wieder fort. Sie sehen, dass ich Ihnen die kürzeste Langeweile bereiten will. Empfehlen Sie mich dem Wohlwollen Ihres Vaters, Ihrer Mutter, schon ich mit Recht noch keinen Anspruch darauf machen kann. Leben Sie nun wohl, verehrte Therese. Ich wünsche Ihnen alles, was im Leben gut und schön ist. Erinnern Sie sich meiner und gern. Und vergessen Sie das Tolle mit der Heirat. Seien Sie überzeugt. Niemand kann ihr Leben froher, glücklicher wissen wollen als ich. Und selbst dann, wenn sie gar keinen Anteil nehmen an ihrem ergebensten Diener und Freund Beethoven. Notabene, es wäre wohl sehr hübsch von Ihnen, in einigen Zeilen mir zu sagen, worin ich Ihnen dienen kann. Thank you.
an die Gräfin Marie Erdödi in Wien, eine ungarische Adelige, seine langjährigste Freundin. Er nennt sie selbst seinen Beichtvater in Liebesangelegenheiten. Juli 1810, Wien. Meine liebe Gräfin, schon gestern wollte ich von Schönbrunn zu Ihnen, allein ich hätte wieder zurück müssen und da ich selbst, wenn ich einmal bei Ihnen bin, nicht mehr ohne mir selbst Gewalt anzutun fort kann, so musste das unterbleiben. Ich will es glauben, dass Ihnen vielleicht etwas an mir liegt. Daher nehme ich auch den Anlass dazu, Ihnen zu sagen, dass Sie mir so lieb und wert sind, dass es schwerlich hierin noch einen höheren Grad geben kann. Sobald es möglich, bin ich wieder bei Ihnen. 1. März 1815. Ja, es war lange mein Wunsch, Sie einmal wieder zu sehen und ebenso Ihre lieben Kinder. Denn obschon ich vieles erlitten, habe ich doch nicht die früheren Gefühle für Kindheit, für schöne Natur und Freundschaft verloren. Das Trio steht Ihnen von Herzen, liebe Gräfin, zu Diensten. Sobald es geschrieben, sollen Sie es erhalten. Nicht ohne Mitgefühl und Teilnehmung habe ich mich öfter erkundigt nach Ihren Gesundheitsumständen. Nun werde ich mich aber einmal persönlich bei Ihnen einstellen und mich freuen, an allem, was Sie betrifft, teilnehmen zu können. Mai 1816. Meine werte liebe Freundin, Sie dürften vielleicht mit Recht glauben, dass Ihr Andenken völlig in mir erloschen sei. Unterdessen ist es nur der Schein. Meines Bruders Tod, mein Karl, verursachte mir großen Schmerz und große Anstrengungen um meinen lieben Neffen, den ich vor seiner verdorbenen Mutter retten muss. Dieses gelang, allein bis hierher konnte ich noch nichts Besseres für ihn tun, als ihn in ein Institut zu geben, also entfernt von mir. Und was ist ein Institut gegen die unmittelbare Teilnahme und Sorge eines Vaters für sein Kind? Denn so betrachte ich mich nun und sinne hin und her, wie ich dieses mir teure Kleinod näher haben kann, um geschwinder und vorteilhafter auf ihn wirken zu können. Allein, wie schwer ist das für mich. Nun ist meine Gesundheit auch seit 6 Wochen auf schwankenden Füßen, so dass ich mich öfter an meinen Tod, jedoch nicht mit Furcht denke, nur meinem armen Neffen Karl, meinem Sohn, stürbe ich zu früh. Wie ich aus Ihren letzten Zeilen an mich sehe, leiden Sie wohl noch mehr, meine liebe Freundin. Es ist nicht anders mit den Menschen. Auch hier soll sich seine Kraft bewähren, das heißt, auszuhalten, ohne zu murren und seine Nichtigkeit zu fühlen. Und wieder seine Vollkommenheit zu erreichen, deren uns der Höchste dadurch würdigen will. Ihre Kinder umarme ich und drücke es in einem Terzett aus. Mit der Dedikation der Violin-Cello-Sonaten wird eine Veränderung geschehen, die Sie aber und mich nicht verändern wird. Heiligenstadt, Juni 1817. Zu viel bin ich die Zeit herumgeworfen worden, zu sehr mit Sorgen umhäuft und schon immer kränklich. Überfiel mich ein starker Entzündungskatarr, wobei ich lange im Bette zubringen musste und es mehrere Monate währte, bis ich nur spärlich ausgehen durfte. Ich wechselte mit den Ärzten, da der meinige, ein pfiffiger Italiener, so starke Nebenabsichten auf mich hatte, und ihm sowohl Redlichkeit als Einsicht fehlte. Ich musste nun alle Tage 6 Pulver gebrauchen, 6 Schalen Tee. Von dieser Zeit an erhielt ich wieder eine andere Art Pulver
und musste mich dreimal mit einer volatilen Salbe einreiben. Dabei musste ich hierher nach Heiligenstadt, wo ich die Bäder gebrauche. Seit gestern erhielt ich nun wieder eine andere Medizin, nämlich eine Tinktur, wovon ich des Tags wieder 12 Löffel nehmen muss. Und alle Tage hoffe ich auf das Ende dieses betrübten Zustandes. Ob so man sich etwas gebessert hat, so scheint es doch noch lange zu währen, bis ich gänzlich genesen werde. Wie das alles auf mein ganzes übriges Dasein wirken muss, können Sie denken. Mein Gehörszustand hat sich verschlimmert und schon ehemals nicht fähig, für mich und meine Bedürfnisse zu sorgen, jetzt also noch weniger, habe ich hier noch nicht einmal eine ordentliche Wohnung. So wende ich mich bald an diesen, an jenen und bin überall übel belassen und die Beute elender Menschen. Leider sind meine Ausgaben so groß durch mein Kranksein, da ich wenig schreiben kann, meine Einnahmen klein. Ich hoffe, Ihre Gesundheit sei in einem erwünschten Zustande. Lassen Sie mich bald von Ihnen hören. Ihr wahrer Freund, Beethoven. Thank you.
Bettina Brentano, eine leidenschaftliche Goethe-Verehrerin, die es sich in den Kopf gesetzt hatte, die beiden deutschen Giganten zu einem Treffen in Teplitz zu bringen. Sie wurden einander nicht wirklich warm. Wien, 10. Februar 1811. Sie heiraten, liebe Bettine. Oder ist es schon geschehen? Und ich habe sie nicht einmal zuvor noch sehen können. So ströme denn alles Glück Ihnen und Ihrem Gatten zu, womit die Ehe die Ehelichen segnet. Was soll ich Ihnen von mir sagen? Bedauere mein Geschick, rufe ich mit der heiligen Johanna aus. Rette ich mir noch einige Lebensjahre, so will ich auch dafür, wie für alles übrige Wohl und Wehe, dem alles in sich Fassenden, dem Höchsten danken. An Goethe, wenn Sie ihm von mir schreiben, suchen Sie all die Worte aus, die ihm meine innigste Verehrung und Bewunderung ausdrücken. Ich bin eben im Begriff, wozu ich die Musik gesetzt habe, ihm wegen Egmont zu schreiben, und zwar bloß aus Liebe zu seinen Dichtungen, die mich glücklich machen. Ich komme diesen Morgen um 4 Uhr erst von einem Bacchanal, wo ich sogar viel lachen musste, um heute ebenso viel zu weinen. Rauschende Freude treibt mich oft gewalttätig wieder in mich selbst zurück. Nun leb wohl. Liebe, liebe Bettina, ich küsse dich auf deine Stirne und drücke damit wie mit einem Siegel alle meine Gedanken für dich auf. Schreiben Sie bald, 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 oft, Ihrem Freund Beethoven. An Amalie Sebald, die er in Teplitz getroffen hat, auch sie wird als unsterbliche Geliebte gehandelt. Er schreibt ihr in ihr Stammbuch am 8. November 1811. Ludwig von Beethoven, den Sie, wenn Sie auch wollten, doch nicht vergessen sollten. Teplitz, am 16. September 1812. Tyrann? Ich? Ihr Tyrann? Nur Missdeutung kann Sie dieses sagen lassen, wie wenn eben dieses Ihr Urteil keine Übereinstimmung mit mir andeutete. Nicht Adel deswegen, es wäre eher Glück für Sie. Ich befand mich seit gestern schon nicht ganz wohl. Seit diesem Morgen äußerte es sich stärker, etwas Unverdauliches für mich Genossenes ist die Ursache davon. Und die reizbare Natur in mir ergreift ebenso das Schlechte als Gute, wie es scheint. Wenden Sie dieses jedoch nicht auf meine moralische Natur an. Ach, die Leute sagen nichts. Es sind nur Leute. Sie sehen sich meistens in anderen nur selbst. Und das ist eben nichts. Also fort damit. Das Gute, Schöne braucht keine Leute. Es ist ohne alle andere Beihilfe da und das scheint denn doch der Grund unseres Zusammenhaltens zu sein. Leben Sie wohl, liebe Amalie. Scheint mir der Mond heute Abend heiterer als den Tag durch die Sonne? So sehen Sie den kleinen, kleinsten aller Menschen bei sich. 17. September. Ich melde Ihnen nur, dass der Tyrann ganz sklavisch an das Bett gefesselt ist. Ja, so ist es. Tummeln Sie sich dabei mit Russen, Lappländern, ja, mit jedem etc. herum, aber singen Sie mir nicht zu sehr das Lied, es lebe hoch. 18. September. Ja, Tyrannen bezahlen nicht. Die Rechnung muss aber doch quittiert werden und das können Sie am besten, wenn Sie selbst kommen wollen. Notabene mit der Rechnung zu Ihrem gedemütigten Tyrannen. 19. September. Könnte ich meine Gedanken über meine Krankheit
durch ebenso bestimmte Zeichen, als meine Gedanken in der Musik ausdrücken. Ja, so wollte ich mir bald selbst helfen. 20. September. Es geht schon, liebe Amalie, besser, wenn Sie es anständig heißen, allein zu mir zu kommen. So können Sie mir eine große Freude machen. Ist aber, dass Sie dieses unanständig finden, so wissen Sie, wie ich die Freiheit aller Menschen ehre. Und wie Sie, auch ferner hierin und in allen anderen Fällen, handeln mögen nach Ihren Grundsätzen oder nach Willkür. Mich finden Sie immer gut. 21. September. Liebe gute Amalie, seit ich gestern von Ihnen ging, verschlimmerte sich wieder mein Zustand. Was träumen Sie, dass Sie mir nichts sein können? Ah, mündlich wollen wir darüber, liebe Amalie, reden. Immer wünschte ich mir, dass Ihnen meine Gegenwart Ruhe, Frieden einflößte und dass Sie zutraulich gegen mich wären. Ich hoffe, mich morgen besser zu befinden, und einige Stunden werden noch während Ihrer Anwesenheit in Teplitz übrig bleiben vor Ihrer Abreise, dass wir in der Natur und beide wechselseitig uns erheben und erheitern. Gute Nacht, liebe Amalie. Recht viel Dank für die Beweise Ihrer Gesinnungen für Ihren Freund Beethoven.
das ihm heimlich geschrieben hat und ihm eine selbstgemachte Geldbörse geschenkt hat. Meine gute, liebe Emilie, meine liebe Freundin, spät kommt die Antwort auf dein Schreiben an mich. Eine Menge Geschäfte, beständiges Kranksein mögen mich entschuldigen. Das Hiersein zur Herstellung meiner Gesundheit hier in Teplitz beweise die Wahrheit meiner Entschuldigung. Nicht entreiße Händel, Haydn, Mozart ihren Lorbeerkranz. Ihnen gehört dazu, mir noch nicht. Deine Brieftasche wird aufgehoben. Fahre fort, übe nicht allein die Kunst, sondern dringe auch in ihr Inneres. Sie verdient es. Denn nur die Kunst und die Wissenschaft erhöhen den Menschen bis zur Gottheit. Solltest du, meine liebe Emilie, einmal etwas wünschen, so schreibe mir zuversichtlich. Der wahre Künstler, der hat keinen Stolz. Leider sieht er, dass die Kunst keine Grenzen hat. Er fühlt dunkel, wie weit er vom Ziel entfernt ist. Und indes er vielleicht von anderen bewundert wird, trauert er noch nicht dahin gekommen zu sein, wohin ihm der bessere Genius nur wie eine ferne Sonne leuchtet. Vielleicht würde ich lieber zu dir, zu den Deinigen kommen, als zu manchem Reichen, bei dem sich die Armut des Inneren verrät. Sollte ich einst nach Hamburg kommen, so komme ich zu dir, zu den Deinigen. Ich kenne keine anderen Vorzüge des Menschen als diejenigen, welche ihn zu den besseren Menschen zählen machen. Wo ich diese finde, dort ist meine Heimat. Willst du mir, liebe Emilie, schreiben, so mache nur die Überschrift gerade hierher nach Teplitz, wo ich noch 4 Wochen zubringe, oder nach Wien, das ist alles dasselbe. Schreibe einfach Ludwig van Beethoven, Wien. An Antonie Brentano, sie ist die Schwägerin von Bettina Brentano. Er hat sie auch in Teplitz getroffen, also könnte auch sie eine unsterbliche Geliebte sein. Sie war 2 Jahre in Wien, hat dort ihren Vater besucht. Beethoven sah sie beinahe täglich. Verehrteste Freundin, wirklich ist unsere Lage durch diesen erbärmlichen Finanzzustand, wovon kein Ende zu hoffen, wieder sehr jämmerlich geworden. Mein Bruder, der sich seiner schlechten Gesundheit wegen pensionieren lassen musste, er besitzt einen Pfeifenkopf, welchen er glaubt, in Frankfurt am besten anzubringen. Seinem kränklichen Zustand ist schwer, etwas abzuschlagen, und in dieser Rücksicht nehme ich mir die Freiheit, Sie zu bitten, ihm zu erlauben, Ihnen diesen Pfeifenkopf zu schicken. Bei Ihnen kommen beständig so viele Menschen, wo es vielleicht Ihnen glückt, ihn anzubringen. Er braucht viel, um leben zu können, denn sein Leben ist ihm sehr lieb, so wie ich das meinige gern verlöre. Leben Sie wohl, verehrte Freundin. Ich grüße Franz, Ihren Mann, von Herzen, wünsche ihm das seligste, frohste Leben, auch Ihre lieben Kinder. Es grüßet Ihr wahrer Verehrer und Freund Beethoven. Thank you.
Baronet Streicher nach Baden, eine Klavierbauersgattin, auch wenn sie Streicher heißt. Nussdorf am 2. Oktober 1817. Gestern rechnete ich mit jemandem über die zukünftigen Ausgaben. Der schilderte mir alles so grässlich. Für ein Jahr allein 1704 Gulden fürs Hauspersonal. Sollte dies so sein, Gott erbarme sich unser. 9. Januar 1818. Es freut mich, dass Sie sich um das Hauswesen noch ferner annehmen wollen. Also, für ganz ehrlich, halte ich die Nanny nicht. Außerdem, dass sie noch obendrein ein schreckliches Vieh ist. Nicht durch Liebe, sondern durch Furcht müssen dergleichen Leute gehandhabt werden. Ich sehe das jetzt ganz klar ein. Das Küchenbuch allein kann Ihnen nicht alles klar anzeigen. Sie müssen manchmal beim Essen als ein rettender Engel unverhofft erscheinen, um auch in Augenschein zu nehmen, was wir haben. 12. Januar. Was die Barball betrifft, so geht sie Montag in der Früh. Zu Mittag also kann die andere oder Nachmittag gegen 2 oder 3 Uhr einstehen. Vorgestern Abend fing die Nanny an, mich auf ihre alle Mistvolk eigene Acht des Läutens wegen aufzuziehen. Sie wusste also schon, dass ich ihnen davon geschrieben. Gestern Morgen gingen die Teufeleien wieder an. Ich machte kurzen Spaß und warf der Babette meinen schweren Sessel an den Leib. Ja, dafür hatte ich den ganzen Tag Ruhe. Immer nehmen sie Rache an mir. So oft sie eine Korrespondenz verrichten müssen oder sonst etwas bemerken zwischen uns, was ich ihnen schreibe. Wahrscheinlich werden wir zum Mittag immer zu dreien außer den 2 Dienstboten essen, da der Lehrer meines Karls zu Mittage immer bei mir essen wird. Dem Himmel muss ich danken, dass ich überall Menschen finde, die sich besonders jetzt meiner annehmen. So hat sich einer der ausgezeichnetsten Professoren an der hiesigen Universität gefunden, der mir alles, was meines Neffens Unterricht betrifft, aufs Beste besorgt und anrät. Das nun eintretende Küchenmädchen Peppi bitte ich Sie so zu unterrichten und zu bearbeiten, dass sie Ihnen und mir als Partei gegen die Nanny dient. Dafür werde ich ihr manchmal etwas schenken, welches die andere nicht zu wissen braucht. Ohnehin wird sie nicht so naschhaft sein als die Nanny und die Babal. So wird die außerordentliche Frechheit, Bosheit und Niedrigkeit der Nanal, die zwar jetzt etwas gedämpft ist, auch nachlassen. 30. Januar. So, nun Küchengespräch. Also, die Haushälterin muss Ihnen schriftlich gleich mehreres beantworten. Frage, ist sie wirkliche Köchin all da, wo sie jetzt ist, oder steht sie unter einem Koch? Ist man dort zufrieden? Versteht sie sich auf Wildbret, Fische etc.? Kann sie ihre 22-jährige Jungferschaft bewahren, bis wir ihr erlauben, selbe rechtmäßig anzubringen? Liebhaber werden im Hause nicht geduldet. Höchstens sonntags kann sie mit ihm außer dem Hause gehen, wohin sie will. Aber die Kocherei ist vorzüglich zu examinieren. Es sind sehr schwierige Fälle vorzulegen, Beefsteak etc. Finden Sie dieses Examen für Sie bestehend und dass die Person ein Stern der ersten Größe ist, na, so muss man es ihr nicht auch sehr erschweren. Die gute Kocherei bleibt eine Hauptsache. Selbst in Ansehung der Ökonomie. Na, für jetzt haben wir hier eine Person, die uns zwar kocht, aber schlecht. September 1824. Liebe Freundinnen, ich bin bereit, mit Ihnen morgen dieses Instrument zu sehen, das Steinsche Klavier, das besonders laut spielt, das Sie extra für mich herstellen. Wann morgen werde ich mich mit Ihnen heute Nachmittag, wo ich Sie besuchen werde, besprechen. Übrigens,
Haben Sie Geduld mit mir. In meiner jetzigen Lage kann ich nicht mehr handeln, wie ich sonst handelte. Obschon ich noch Beethoven heiße. Thank you.
Jonas, ihres Zeichens Fischhändlerin. Ich ersuche höflichst um einen Karpfen von 3 Pfund und einem kleinen Hechten oder Schill, also ein Zander oder sonst was dergleichen, ergebenster Beethoven.